Die Insider des Tages. Ja, wir beginnen heute mal mit den Insidern, mit unseren beiden Insiderinnen, Isabel Daniel, Insiderin der Tageszeitung Österreich, und Daniela Badl, die Chefredakteurin der Tageszeitung Österreich. Eigentlich hätte ich ja statt euch beiden halt gerne jemand anderen da sitzen gehabt, nämlich den Josef Moser. Das wäre eigentlich naheliegend gewesen, dass, wenn er uns schon gestern dieses wunderbare Handy-Interview gibt, dass er heute live kommt. Er wäre auch gern gekommen, hat er mir ge-SMS't. Aber es ist völlig unmöglich, weil er liegt im Spital und wird noch bis zum Wochenende dort sein. Aber nächste Woche, verspreche ich, haben wir ihn bei Fellner live und sprechen mit ihm über das Gerücht des heutigen Tages, nämlich, dass er zurücktritt. Haben wir in Österreich heute groß gebracht, Daniela? Ja. Und es war eine unglaubliche Story. Ja, es war, wie wir es auch morgen wieder auf der Tageszeitung am Cover haben, ein Krimi. Ja? Also es ging ja erst los, als alle anderen schon heimgegangen sind, würde ich jetzt einmal sagen. Also es war schon finster draußen. Und ja, ich war noch da und du warst noch da. Und dann kam ein Anruf. Und Isabel, du weißt ja genau, was ist vorher genau passiert. Weil es hat ja manche gegeben, die haben gesagt, die haben das erfunden mit dem Rücktritt und das stimmt gar nicht und so. Was ist vorher genau passiert? Wie dramatisch war das wirklich? Also es ist natürlich nicht erfunden worden, sondern es gab eine Vorbesprechung für einen Budgetausschuss. Und da sind die mittlerweile, muss man sagen, Best Buddies, Vorsicht, Ironie, die zwei können sich wirklich nicht ausstehen. Die zwei ziemlich da, besten Feinde, muss man sagen. Die zwei ziemlich besten Feinde, der Hartwig Löger, der Finanzminister, und der Josef Moser mit jeweiligen Teams. Der eigentlich Finanzminister hätte werden sollen, bevor er Reform- und Justizminister geworden ist. Genau, aber da hat die ÖVP gesagt, nein, das geht nicht, der ist ein Überläufer von der FPÖ. Und die sind mit ihren Teams dort angetreten. Und da sind sie wieder einmal, muss man dazu sagen, aneinander geprallt, weil wir wissen, wir haben ja auch mehrmals darüber berichtet, der Josef Moser möchte ja mehr Geld für sein Justizressort. Er hat das nur blöderweise erst gesagt, nachdem das Budget präsentiert wurde. Und der Hartwig Löger, der Finanzminister, sagt nein. Und gestern ist es dann endgültig eskaliert, weil der Moser wieder einmal gesagt hat, sonst kann ich das Ganze nicht aufrechterhalten. Der genau, und da kam es zu diesem Treffen am Nachmittag, da saßen sich die gegenüber. Genau. Es saßen auch ein paar ressortfremde Persönlichkeiten dabei, muss man sagen, im weitesten Sinne. Ressortfremde Persönlichkeiten, also nicht nur Moser und Löger, sondern auch noch ein paar weitere Augenzeugen. Und dann hat der Minister Moser, das wissen wir mittlerweile von mehreren, die dort waren, gesagt, also er will jetzt da gar nicht mehr weiter streiten mit dem Herrn Finanzminister, weil sein Entschluss steht fest. Er wird zurücktreten, wenn sich da nichts ändert beim Budget. Wenn er nicht mehr Geld bekommt, wird er zurücktreten, und zwar noch im April. Er wartet die Rückkehr vom Bundeskanzler Kurz ab und wird dann mit ihm ein Gespräch führen und ihm dort sagen, dass er unter diesen Aspekten nicht mehr weitermacht und zurücktritt. Definitiv gesagt und zurücktritt. Daraufhin einige sehr geschockt offenbar. Das muss schon ziemlich brutal gewesen sein. Und einer hat zum Telefon gegriffen und uns angerufen und gesagt, hey, habt ihr das schon gehört? Ja, da geht's drunter und drüber. Da hat einer tatsächlich seinen Rücktritt angekündigt, nämlich der Herr Minister Moser. Ich habe das zuerst nicht wirklich glauben wollen, denn der ist ja, ich habe immer gesagt, der ist die ungesicherte Handgranate dieser Regierung. Ne? Ja, der hat ja nicht zum ersten Mal seinen Rücktritt angedroht. Ich wollte gerade sagen, also so wie man es mir erzählt hat, hat er das die letzten Wochen schon mehrmals gemacht. Ja. Und je nach Persönlichkeit haben es die einen ernster genommen und die anderen haben gesagt, ah, schon wieder. Ja. Aber natürlich, er überreizt es, aber vielleicht reden wir nachher noch ein bisschen über den Sebastian Kurz und was das bedeuten könnte. Aber er ist tatsächlich eine Loose Cannon, würde man auf Amerikanisch sagen. Absolut. Ich sage immer eine ungesicherte Handgranate. Ja. Aber eine sympathische Handgranate, das muss man schon dazu sagen. Ich mag ihn sehr, sehr gern, deshalb habe ich zum Telefon gegriffen, dass, okay, wenn schon so eine Geschichte ist, rufe ihn an und frage ihn, der hebt tatsächlich ab, ja, hallo, sage ich, Herr Minister, ich habe eine sehr unangenehme Frage, ich habe gerade gehört, Sie treten zurück, wie soll ich denn das interpretieren? War mal ein paar Sekunden Schweigen, ja, noch mehr Schweigen. Hab gesagt, haben Sie das gehört? Habe ich gesagt, ja, das habe ich gehört. Und dann habe ich mir gedacht, was ist jetzt? Sagt er Dementi oder was? Und dann sagt er, soweit ich mich erinnern kann, an das Telefonat, also es gibt Diskussionen, Herr Fellner, die sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und dann gibt es leider Zeitgenossen, die können die Dinge nicht für sich behalten, sondern die gehen mit Dingen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, viel zu frühzeitig an die Öffentlichkeit.
Sag ich, na, also ein Dementi klingt anders. Das war auch kein Dement, ich will nicht sagen, dass ich das nicht gesagt habe. So ungefähr war das Telefonat. Und man dachte, servus, oder? Gott, das ja, ist ja, klar, das war doch Ding, dann haben wir zwei schon geredet. Und dann hat er aber im Lauf, dann habe ich das gleich zu so einem kleinen Interview gemacht. Und dann hat man gemerkt, je länger das Interview gedauert hat, umso mehr hat sich herausgestellt, der will eigentlich unbedingt Minister bleiben. Ja, der will eh nicht gehen, sondern der will nur sein Geld haben und wie er dauernd betont hat, seine Rahmenbedingungen und wie er dauernd betont hat, keinen faulen Kompromiss, Herr Fellner, keinen faulen Kompromiss. Und ja, und das war's, dann haben wir zwei geredet, du hast eine Geschichte ausgemacht, ja, genau. Und heute früh irgendwie die ganze Republik aufgeweckt. Und Sebastian Kurz gestört. Ja, und das ist ja die lustigste Geschichte, denn der Sebastian Kurz hat wie viele Stunden Zeitversprung, Isabel? Sechs Stunden nach vor. Das heißt, er hat zu einem Zeitpunkt, als hier noch alle geschlafen haben, bereits die Internetausgabe von Österreich gelesen, die um 3 Uhr früh oder 2 oder 3 Uhr früh kommt. Und ist da offenbar aus allen Wolken gefallen und hat zu rotieren begonnen und hat um 7 Uhr in der Früh den Moser angerufen am Handy und ist aus allen Wolken gefallen, wie er plötzlich gehört hat, dass der im Spitalbett liegt. Denn dann kam folgende Geschichte. Und bitte, Daniela, ein Mückenstich. Die hast du morgen ja in allen Details in der Zeitung. Naja, ich meine, das ist ja wirklich nicht, also besser kann man das ja nicht erfinden. Genau. Also nein. Ich habe mit ihm telefoniert, das, ja, genau. Es war 19.38 Uhr, ja, ich habe nochmal nachgeschaut, ja. Ja. Und dann passierte was, so ab 19.50 Uhr. Ja, offensichtlich ist ihm irgendwie ein Kollaps, sagen wir jetzt einmal, übertrieben, aber es ist ihm nicht mehr gut gegangen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Gespräch, vielleicht ist dann alles aus ihm herausgekommen, auf jeden Fall ein Mückenstich, der offensichtlich eine Blutvergiftung ausgelöst hat, ist ernsthaft zum Problem geworden und er wurde tatsächlich mit Blaulicht ins Spital gebracht und musste alle seine Auftritte absagen. Also er hat jetzt keine Termine mehr bis zum Wochenende. Ja, es geht ihm gut, also er wird das überleben. Schauen wir, ob er die politische Bühne überlebt, aber er wird zumindest das überleben, und, aber er muss sich schonen, ja, damit das halt nicht schlimmer wird. Also er hat tatsächlich eine Blutvergiftung. Ja, Tatsache. Er sagt, glaube ich selber, es war ein Mückenstich, jemand anderer sagt, es war eine Impfung. Mhm. Ein Impfstich. Impfung, ja. Ja, also ich glaube, da kann man sich nicht... Es war ein Stich, der offenbar, also so habe ich es gehört, der sich entzündet hat. Ja. Also egal, ob das ein genialer Impfer oder eine geniale Mücke war, irgendjemand hat ihm eine Blutvergiftung angehängt. Das braucht man natürlich unter einem Tag wie diesem überhaupt, denn er hätte morgen in der Früh die Richter gehabt. Er muss hätte man die dazu Richter sagen. Gehabt, wobei das natürlich auch ein sehr unangenehmer Termin geworden wäre, wie wir wissen, weil die Drohne auch mitstreikt. Die haben ja heute schon einen Gerichtssaal besetzt. So ist es. Das heißt, da baut sich jetzt irrsinnig viel zusammen. Und natürlich, er spielt jetzt einen ziemlichen Powerplay, muss man dazu sagen, weil auch das, was er dir da gesagt hat, mit keine faulen Kompromisse, das Problem ist jetzt, dass der Josef Moser eine Situation geschaffen hat, einer von beiden wird das Gesicht verlieren. Entweder der Josef Moser oder der Hartwig Löger. Habe ich mir auch gedacht. Und aber dann habe ich etwas, in der Früh dann mit dem Bundeskanzler telefoniert, und der ihn ja aufgeweckt hat und der fast dann selber einen Schaden bekommen hat. Also gehört hat, der liegt auf der Intensivstation und der telefoniert gerade mit jemandem im Krankenhaus. Ich meine, das ist ja schon alles österreichische Heiterkeit. Das ist schon österreichische Politoperette, wie es viel besser nicht geht. Dani, du hast das ja morgen super in der Zeitung. Ja. Und der das also selber mitbekommen hat und der mit ihm geredet hat und der zu mir gesagt hat, er wird hundertprozentig nicht zurücktreten. Ja, er hat von ihm bereits das Wort, dass er nicht zurücktritt. Und man hätte eine Lösung gefunden, die allen das Gesicht wahren lässt. Denn der Sebastian Kurz hat durchblicken lassen im Telefonat mit mir, dass dieses Budget ganz sicher nicht aufgeschnürt wird. Weil sonst kommt jeder Minister daher, droht mit Rücktritt und jeder will mehr Geld haben. Und er hat auch zu mir gesagt, wenn ich jeden Minister, der bei einer Budgetverhandlung mit Rücktrittdrohe ernst nehme, dann kann ich eh gleich aufhören. Das mache ich nicht. Aber man kann sinngemäß nicht eine Woche wegfahren, ohne dann nicht sozusagen ein Durcheinander zu Hause zu haben. War ein bisschen grantig aufgrund der Vorkommnisse, aber nach wie vor Sunny Boy. Und es ist tatsächlich so, dass er meint, eine Lösung gefunden zu haben, nämlich diese sogenannten berühmten Rücklagen,
die ja immer wieder schon ein paar Mal verwendet wurden, einmal von der Doris Bures und so weiter. Mhm. Immer wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine Rücklage her, wie es so schön heißt. Ja? Aber da muss man dazu sagen, dass der Josef Moser, der ja gern viel redet, das ist ja auch ein Vorteil, da schon gesagt hat, gestern in diesem Budgetausschuss, die Rücklagen alleine werden nicht reichen. Das heißt, das ist schon eine Situation, die jetzt sehr viel Fingerspitzengefühl braucht. Und ich traue dem Sebastian Kurz natürlich zu, dass er dem Josef Moser jetzt definitiv überzeugt hat, nicht zurückzutreten. Das glaube ich auch, weil der will ja Minister werden, der droht halt gerne. Aber mittelfristig wird es da weiter Reibereien geben. Ja, darüber reden wir gleich. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann reden wir, wie geht es mit diesem Kartenhaus-Regierung, ja, bei dem sozusagen der Hausherr fehlt, die Katze ist weg, die Mäuse beginnen zu streiten. Wie es so schön heißt, wie geht es mit denen weiter? Was droht jetzt alles? Was wird Sebastian Kurz erleben, wenn er zurückkommt? Und wie geht es mit dieser Regierung in die zweiten 100 Tage? Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Insider des Tages. Ja, meinen Wunsch-Interviewpartner für heute Abend gibt's nicht. Er liegt im Spital. Justizminister Moser. Den hätte ich gern hier gehabt, um mit ihm heute zu diskutieren, das, was er mir gestern am Telefon gesagt hat, nämlich tritt er zurück oder tritt er nicht zurück. Wäre spannend gewesen, dieses Handytelefonat heute hier im Studio weiterzuführen, aber das geht leider nicht. Alles Gute, nehme an, er schaut sich die Sendung an, alles Gute ins Spital, alles Gute an unseren Lieblingsminister, müssen wir sagen. Dafür sind meine zwei Lieblingsinsider da, Isabel Daniel, Daniela Badl. Wir wollen ganz kurz analysieren das Drama Moser. Und wie geht es mit der Regierung weiter? Noch kurz abschließend zum Drama Moser. Ja. Wie siehst du das? Überlebt er das? Überlebt er diese Operette? Mit ja, weil wir spekulieren ja gerne, politisch ja, ist die Frage. Ja, ja. Ja, ich glaube, dass, wie du sagst, ist eine Handgranate, der sich vielleicht wirklich irgendwann in die Luft sprengt. Das ist jetzt, es hat ja gebrodelt seit Wochen, oder was wir jetzt auch intern in der Redaktion geredet haben. Der ist natürlich jetzt, der hat nicht mehr so viele Befürworter in der Regierung. Ja. Der hatte schon davor, glaube ich, viele kritische drumherum. In den die warten und natürlich, anderen, ja. Ja, genau, der hat ja auch eine Vorgeschichte. Nein, die warten natürlich jetzt ist er auch angreifbar geworden, hat sich selbst angreifbar gemacht und man muss arbeiten und Sebastian Kurz will genau das nicht. Ne? Da ist er angetreten und gesagt, wir arbeiten, wir streiten nicht und was hat er jetzt? Eine streitende Regierung und eine, die vorgibt zwar zu arbeiten, aber in Wahrheit ist es ja auch ein Machtkampf zwischen den beiden. Ne? Also wer setzt sich durch? Zwei Hähne, die sich sozusagen jetzt einmal... Genau. Und der Josef Moser im Spital gelandet nach diesem Kampf offenbar. Ja. Nein, also das sage ich jetzt mal, da macht man sich selber angreifbar, wenn man zu emotional also wird sagst, in so einer angeschlagen. Debatte. Er ist angeschlagen, er ist sicher angezählt, sage ich sogar, intern. Ja. Isabel? Nein, das glaube ich auch. Also erstens einmal, das hatte Daniel richtig gesagt, wenn der Sebastian Kurz was nicht mag, dann ist es öffentliche Aufregung in seinen Reihen. Und dass das jetzt, also wenn es wirklich zu einem ganz brutalen Machtkampf Löger-Moser kommt, war weiß ich jetzt schon, wer gewinnt. Weil das wird der Herr Löger werden, der ein Freund... Das ist das alte Ego des so Kurz, ist es. Seine rechte, linke Hand. So ist es, der und ist auch in der ÖVP respektiert und der Josef Moser war ja nicht nur Rechnungshofpräsident, er war ja auch einmal FPÖ-Clubdirektor, das heißt in weiten Teilen der ÖVP vertraut man ihm auch nicht. Und man sollte vielleicht auch nicht vergessen, auch die FPÖ hat die eine oder andere Rechnung mit ihm offen, weil er ja ein Überläufer ist. Und da sollte man vielleicht auch... Der sitzt zwischen allen Stühlen, aber diese ganze Aufregung, sage ich jetzt schon dazu, ist natürlich der FPÖ jetzt sehr zu Pass gekommen, weil es ja eine andere Aufregung kurz überdeckt hat, nämlich die um die Sozialministerin Hartinger. Und diese ganze Debatte um die Unfallkrankenversicherung, die der Sebastian Kurz ja via China auch ganz genau beobachtet und die ihm auch sehr unrecht ist, logischerweise, hat etwas sehr Emotionales. Also ich meine, es stehen Ärzte auf der Straße, die demonstrieren, die sagen, man kann das ganze System nicht aufrechterhalten für Unfallopfer. Das ist natürlich etwas, das der FPÖ sehr wehtun kann. Ja, das muss man sagen, das ist natürlich nicht gut für die Regierung. Da stehen die genau. Richter auf der
der Straße. Richtig. Und da stehen die Ärzte auf der Straße. Und das nach 100 Tagen, die Ärzte auch noch mit einem Volksbegehren unterwegs. Richtig. Also das braucht man als Regierung wirklich ganz, ganz dringend. Ganz genau. Und die Richter jetzt auch noch mit Riesentamtam fangen an, Gerichtssäle zu besetzen etc. Also das kann ja noch heiter werden, wenn diese zwei Berufsstände jetzt wirklich in den Kampfmodus gehen. Ne? Ganz genau. Und das sind natürlich zwei Berufsgruppen, die auch sehr artikulationsfähig sind. Das heißt, beide haben Vertreter, die sich sehr gut in der Öffentlichkeit schlagen können. Sächerisch ist er schon nahezu ein Star, der Ärztekammerpräsident. Der kann sich natürlich ganz anders auch mit der Regierung streiten als vielleicht andere Berufsgruppen. Also ich würde sagen, diese berühmte Message Control, also diese kontrollierte Kommunikation, die ersten 100 Tage wirklich sehr gut funktioniert hat, fängt jetzt an, eigentlich ziemlich zu entgleisen. Und da wird man sich was überlegen müssen. Also du meinst, dass der Sebastian Kurz jetzt sauer auf den Minister Moser ist, der eigentlich für ihn ein bisschen so ein Idol war, ne? Muss man sagen. Also er wollte immer ein paar Prominente, aber mit wirklich perfektem Fachhintergrund. Man muss jetzt sagen, Moser ist ja phänomenal in seinem Wissen. Der kann ja fast jedes Gesetz auswendig. Also das ist ein echter Freak. Aber er ist ein echter Freak. Ja. Und er kann das. Und die Idee, da alle Gesetze wegzuradieren, war ja gut. Ich habe gehört, allein das Finanzministerium hat 500 Gesetze bereits gestrichen. Also da kommt ein echter Kahlschlag in den nächsten Tagen. Also schon sehr spannend. Aber du meinst, irgendwann einmal wird es dem Basti Fantasti zu bunt werden? Also ich glaube ehrlich gesagt ja, weil er hat ihn jetzt schon die letzten Wochen gegen sehr viele parteiinterne Widerstände und auch Widerstände der FPÖ immer wieder verteidigt. Und soweit ich es recherchiert habe, war eigentlich ausgemacht, ab jetzt machen wir alles nur hinter den Kulissen aus und bitte geh nicht mehr in die Öffentlichkeit und sag das mit dem Budget, wir finden schon eine Lösung. Und der Josef Moser ist wieder öffentlich rausgegangen und jetzt auch noch das Telefonat mit dir. Und wenn der Kurz etwas nicht mag, dann ist es so etwas. Ja. Er wird ihn jetzt natürlich halten. Weil er ganz definitiv derzeit keinen Rücktritt haben will. Das braucht er aber überhaupt nicht. Das braucht er schon gar nicht, deswegen wird er ihn halten. Aber so gut traue ich mich, den Kurz einzuschätzen, der ist jetzt vorgemerkt. Und noch einen Fehler würde ich mir nicht erlauben. Und auf der anderen Seite sagst du, wackelt die Frau Hartinger. Wie siehst du die Frau Hartinger? Ja, herrlich. Ja? Also für jeden Journalisten ein Geschenk. Nein, die war von Anfang an auffällig, sage ich jetzt einmal. Die hat auch ihren eigenen Kopf, muss man sagen. Das ist vielleicht in der Regierung auch nicht so gewünscht. Und natürlich vom Wording her, ich würde mal sagen, das Coaching hat noch nicht so gegriffen in Krisensituationen. Sie ist vielleicht auch eine sehr emotionale Persönlichkeit. Man spürt ja richtig, wie sie auch sich ärgert und sich die Ärzte sozusagen aufregt über diesen Aufstand. Also der kühle Kopf ist auch nicht, glaube ich, ihr Charakterzug. Auf der anderen Seite sage ich ja, das ist immer die Frage, in dieser Regierung finde ich, ist es fehl am Platze. An sich finde ich, einen gewissen Charakter zu haben, gar nicht einmal so schlecht. Die zwei sind die Charaktere. Aber, die sind jetzt gerade momentan halt... Du hast es so schön wieder formuliert, die brennen beide. Die sind der Moser brennt ja wie eine Leuchtrakete für sein Reformministerium. Und die Frau Hartinger, die habe ich jetzt das Vergnügen, euch dann zeigen zu dürfen. Ja. Die habe ich gestern zum Interview getroffen. Die ist unglaublich, die glüht richtig. Also wenn sichtbar, du der gegenüber sitzt, ist ja, sie nicht fair glühen. Genau. Sie wird ja schon langsam meine Lieblingsministerin, muss ich sagen, weil sowas Lustiges und Liebes, das findest du als Journalist nicht. Die Mimik, nicht die Gestik, die sie hat, also sie kann nicht Pokerface. Herr Feldner, ich bin die Ministerin der Herzen. Genau. Aber ich gesagt, meiner Meinung nach sind sie eher die Ministerin der Erregung, so wie ich mir das derzeit Man sollte ansehen. Eher an die Frau Kodolski, glaube ich, eher in Erinnerung haben. Ein bisschen erinnert sie an die Kodolski. Genau. Sie muss ihr Temperament ein Spur zügeln, glaube ich, um zu überleben und auch für sich selber, glaube ich, das gesund zu überstehen. Weil sich jedes Mal da so emotional reinzusteigern und ist. Und sollte sie schon auch, wenn sie so etwas Sensibles wie die Unfallkrankenversicherung angreift, sollte sie fertige Konzepte haben. Und eins muss man sagen, die Frau hat jetzt ja alles, was brutal ist, musst du jetzt machen. Mindestsicherung auf 300 Euro einkürzen, Mindestpension gegen die ÖVP durchfeiten mit 1200 Euro.
Mindestlohn gegen die Sozialpartner oder mit den Sozialpartnern, ist nicht ganz klar, auf 1.500 Euro hochschrauben und dann nebenbei noch 20 das Rauchverbot und so auch noch, ja, und dann auch noch 20 Sozialversicherungen zu 4 oder 5 zusammenfusionieren. Genau. Das ist ja wirklich eine Aufgabe, da würde ich mich bedanken, wenn ich das hätte. Ja, es ist ein Wahnsinn. Vor allem, Sie haben zwei ganz schwierige Ressorts, das Sozialministerium und das Gesundheitsministerium. Und das jetzt, ihr nennt sie jetzt emotional, das ist jetzt im Krisenmanagement, meine ich. Ich glaube, dass sie auch wirklich unvorbereitet ist und jetzt wird ihr natürlich auch eine Kommunikationshilfe beiseite gestellt, die schon arbeitet. Schauen wir mal, ob es besser wird, aber ich glaube, das ist ein wirkliches Problem für die Österreich. In Deutschland kann man ja in jeder Fußballsaison zum Beginn wetten, welcher Trainer fällt als Erster. Ja, wenn ich mit dieser Wette hier kommen dürfte. Isabel, die Wette, welcher Minister oder Ministerin fällt als Erste? Also ich glaube, wenn, dann machen das die tatsächlich Best Buddies Heinz-Christian Strache und Sebastian Kurz wieder im Paarlauf. Dann fallen beide. Ich würde annehmen, wenn, dann fallen beide, ja. Hartinger und Moser. Ja. Du? Daniela? Also nach dem heutigen Tag würde jeder sagen Moser, aber jetzt im Großen und Ganzen bin ich dann doch bei Hartinger Klein, also was man so aus der Erfahrung kennt. Und ich glaube, dass sie auch da nochmal in einer schwächeren Position ist. Aber wie gesagt, ich hatte den Gedanken auch schon, dass jeder muss sozusagen einen opfern und dann machen sie es gemeinsam, dann kann keiner Schaden nehmen. Ja, wir werden sehen, vielleicht... Also meine Wette ist, wir haben hier mit einem Harmoniekanzler zu tun. Ja. Für den nichts wichtiger ist als Harmonie im Gebüsch, wenn man das so sagen darf. Ich sage, da fällt einmal niemand. Auf absehbare Zeit niemand. Die Frau Hartinger wird noch unser aller Lieblingsministerin werden, da lege ich eine Wette drauf. Die wird Kodolski zum Quadrat und ihr wisst, wie wir eine Zeit lang die Kodolski geliebt haben. Da war keine Party mehr ohne Kodolski, so wird sie bald keine Party mehr ohne Hartinger geben, lege ich jede Wette drauf. Vorausgesetzt, die steht das konditionell durch. Und bei Moser wird es die Frage sein, wird er je in der Lage sein, seine Reformvorhaben uns zu erklären in deutscher Sprache? Ja, das werden wir sehen, aber ich mag ihn auch sehr. In diesem Sinn, alles Gute, Herr Minister, ins Krankenhaus, wenn Sie uns zuschauen. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommt der Turbo dieser Regierung zu uns. Der Mann, der das ganze Werk derzeit am Laufen hält, das ist wer? Das ist eine gute Frage. Wer hält die Regierung am Laufen derzeit jeden Dienstag? Nein, jeden Dienstag. Der Gernot Blümel? Genau. Der Koordinator dieser Regierung, Dienstag ist die Sitzung, die Koordinationssitzung. Der Koordinator dieser Regierung, Gernot Blümel, der Mann, der hinter den Kulissen die Fäden zieht und das alles für den Sebastian Kurz erledigt, der ist jetzt gleich bei uns zu Gast. A, über die Regierung zu sprechen, B, über seine Medienreformen. Wie will er den ORF verändern und was hat er gegen Facebook vor? All das gleich nach der Werbepause.